Was auch selten der Fall ist und was man nicht oft erlebt, das ist dieses Gänsehaut-Feeling, ja, genau, das, genau, das bei den beiden einfach gekommen ist, dass es einfach da war. Ja. Und jetzt lieber Pusche. Und jetzt sind wir wirklich in einer Position, wo man sagt, ein Fehler dürfen sich wirklich die Mauer nicht erlauben. Und ein tolles Programm müssen sie auch zeigen. Mhm. So, das Warten lohnt sich dann doch oft. Ja, Standing Ovation auch für Christa Wilke und Scott Meyer und durchaus verdient ein auch wieder ausgesprochen schönes Programm. Kommt leicht drüber. Der hat uns ein schöner Tisch reserviert. Ganz anders. Man muss sich komplett umstellen.
Viel Vergnügen, gute Erholung. Nach Viva Poget, gute Fahrt. Das war markanter. Macht es gut, ciao. Das ist vielleicht noch die feinere Klinge gewesen. Mir gefällt das Programm von Viva Poget besser. Ja. Wenn ich das mal ehrlich sagen darf. So, zwei Gedanken kamen mir in Sinn. Erstens, Davis White wird Olympiasieger. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, das war technisch anspruchsvoll, aber da fehlt mir einfach der Gänsehautfaktor. Und der war bei Viva Poget da. Und mir kam noch in den Sinn, es ist ein Programm, das Wort beliebig würde es jetzt nicht treffen. Ja. Das wäre ganz gemein. Aber es ist kein Programm, das irgendwie diesen Wundereffekt. Erinnerungsfaktor, ja. Das ist eins der Sachen, wo man sagt, Virgil Moyer letztes Jahr, was hatten die noch für ein Programm? Fürchte ich. Gut, bis jetzt noch früh in der Saison, da kann sie noch einiges tun. Aber, also, Akzente haben Viva Poget gesetzt. Ansonsten setzten die Akzente. Das ist definitiv eine Umkehrung. Das ist definitiv eine Veränderung und macht die Sache durchaus hochspannend. Mhm. Das ist natürlich auch für Marina Sueva jetzt nicht unwichtig. Wie steht man? Was hat man für eine Wahl getroffen? Also ich hätte nicht gedacht, dass Viva Poget Virgil Moyer derartig nahe kommen könnte. Mhm. Ja, überrascht mich auch. Aber das haben sie sollte die beiden nervös machen, denn gut, Viva Poget sind nicht ihre Konkurrenz prinzipiell, aber wenn die ihnen schon nahe kommen, was soll dann eben beim Duell gegen Davis White passieren? Das ist wahr. Aber natürlich faszinierend, die Tussel faszinierend, die Hebungen, die Geschwindigkeit, die Drehungen, die er mit ihr zeigt, das ist schon auch einzigartig und das können nicht viele Paare. Und klar, sie hat nach dem Short Dance einen kleinen Vorsprung von guten 3 Punkten und bleiben vor.